Was geht ab, liebe Leute? Ich weiß, tausendmal gelesen, ich sehe aus wie Tanzverbot, Petro Lombardi, was höre ich noch immer, Leon Mascher, ich weiß es, Leute, schreibt es nicht mehr unter die Videos. Heute zeige ich euch drei Power-Ups aus Mario Maker 2, die wirklich so ein bisschen verschleiert, ein bisschen geheim sind, man muss sie erst freischalten, ich zeige euch, wie ihr das könnt und was das für Power-Ups sind und danach spielen wir natürlich noch ein richtig geniales, knackiges, schweres Level. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, Leute, los geht's. So, liebe Leute, da wären wir auch schon beim ersten geheimen Power-Up, beziehungsweise das Power-Up, was man nicht gleich direkt kriegt. Man muss dafür den Story-Modus auf 100% beenden, also das Schloss von Peach wieder zusammenbasteln. Dann gibt's diesen Hammer hier, unspektakulär an sich, aber das Power-Up ist gar nicht mal so schlecht, ziemlich besonders. Ich werde es mal einsammeln. Erstmal kriegt man dann natürlich das geile Mario Maker-Outfit, was man kennt. Plus, man hat einen Hammer, mit dem man schlagen kann, so wie man es aus Mario Superstar Saga oder aus den RPGs halt kennt mit dem Hammer. Ich finde es genial, man kann damit diese unzerstörbaren Blöcke, die kann man jetzt zerschlagen. Und als wäre das noch nicht alles, Leute, man kann noch was machen, was richtig genial ist, finde ich. Und zwar, wenn man den Sprintknopf drückt und hoch, kann man Kisten erschaffen. Wie geil ist das? Das ist ja fucking Minecraft-Niveau hier. Also, ist ja richtig genial. 5 Stück an der Zahl kann man erschaffen. Sogar gedrückt halten so und dann kann man das so droppen, wie man lustig ist. Hier seht ihr es, man kann die stapeln bis zu 5 und man kann die auch nutzen, so als Sprungbrett und hier, wie gesagt, Minecraft-mäßig sich reinhauen. Leute, ich, ganz ehrlich, ich finde das Power-Up richtig genial. Und ihr seht auch, dass die Kisten verschwinden. Man kann sie letztendlich auch auf Lava platzieren. Man kann sie auch kaputt machen. Das ist das Power-Up, was ich euch zeigen wollte, was man nicht direkt am Anfang hat. Also im Baumodus müsst ihr wissen, da hat man es nicht direkt. Und jetzt lasst uns zum nächsten kommen. Weiter geht's. So, das nächste Power-Up zeige ich euch mal hier ein bisschen im Baumodus. Denn es ist in dem Sinne ein bisschen secret, denn ihr könnt es nicht direkt am Anfang platzieren. Ihr braucht dafür einen Stachy. Platziert den. Was hat das mit dem Power-Up zu tun? Viele werden es nicht am Zettel haben. Viele werden es wissen, natürlich. Und zwar, wenn man gedrückt hält, kann man sich hier den Stachy-Kopf aufsetzen. Richtig genial. Ein richtig geiles Power-Up, wie ich finde. Und das ist noch nicht alles. Ich finde das Power-Up in dem Sinne geil, weil erstmal Thwomps können ja nichts mehr anhaben. Und es ist in dem Sinne ein bisschen secret, weil es ist halt kein Power-Up, was man im normalen Fall so bei Mario kriegt. Man muss halt, wie gesagt, durch den Stachy im Baumodus platzieren. Und genauso auch beim Knochentrocken, den ich sogar noch ein bisschen besser finde, das Power-Up. Hier werde ich es mal einsetzen für euch. Erstmal, man kann sich aufsetzen, auch wenn man es hier in die Hand nimmt. Und jetzt guckt euch mal an, was für ein Panzer das ist. Das ist ja wohl ein unzerstörbarer Panzer. Und wenn man sich duckt, das ist, finde ich, genial, wird man zu Knochentrocken selber und ist unverwundbar dann in dem Fall. Also jetzt bin ich unverwundbar, nichts kann mich aufhalten, treffen oder so. Leute, was für ein Panzer bin ich? Hier, guck mal, nichts kann mir was anhaben. Ich finde diese Combo so geil. In Lava, ihr kennt das Power wahrscheinlich, viele werden es kennen, aber von der Seite kann man halt immer noch getroffen werden, ist man kein unzerstörbarer Panzer. So, und jetzt kommen wir zu einem Power-Up, was wirklich geheim ist, man muss es wirklich freischalten, auch im Story-Modus, anders wie bei dem Stachy hier. So, das funktioniert nur im ganz alten Mario Bros. Baustil letztendlich, und zwar ist es ein Power-Up, und zwar die Superballblume. Viele werden sie kennen, und jetzt achtet mal auf die Musik. Geil. Einfach genial. Richtig geil. Und das Besondere daran, habe ich es mal demonstrativ hier aufgebaut für euch, man kann mit diesen Superbällen P-Switches aktivieren. Ist das nicht genial? Das gibt ja wirklich bautechnisch und rätseltechnisch in Mario Maker jetzt richtig viele neue Möglichkeiten. Und man kann, wie gesagt, Gegner damit wegballern. Das sind solche Gummibälle, die abbouncen. Also ihr seht hier, die fliegen auch in den Himmel. Also wirklich ganz in den Himmel. Ich finde es richtig geil an sich. Ja, und die schaltet man auch im Story-Modus frei. Ihr seht es einfach, die Toads haben so Ausrufezeichen über die Köpfe. Wir müssen eine bestimmte Mission machen. Und dann schaltet ihr sie irgendwann frei. Ich finde es richtig, richtig geil. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns mal zu einem richtigen Level kommen, wo ich wieder dran verzweifle. Ich hoffe nicht, aber rein geht's. So, genau wie letztes Mal ein Über-Troll-Level, wo wohl unendlich viele kleine Verarschungen drin sein sollen. Alles mögliche. Ich weiß nicht, das Level ist nicht so bekannt, aber ich bin gespannt. Mir wurde es öfter geschickt, deswegen will ich es machen. Lasst uns direkt reingehen. So, jetzt heißt es wieder analysieren, gucken, was könnte passieren. Also, man darf nicht so denken wie normaler Mario-Spiele. Ihr kennt die Geschichten. Also, im Normalfall seht ihr unten jetzt diese blauen Dinger eingeblendet. Da unten, also diese blauen Blöcke. Wenn ich jetzt den Schalter betätige, würden diese umspringen und ich könnte über das Gift laufen. Ein normaler Mario-Spieler würde jetzt den Block betätigen. Aber irgendwo wird ein Thwomp sein, der den Schalter betätigt, wenn ich über eine bestimmte Grenze gehe. Und wo kann der sein? Der ist bestimmt da oben. Leute, ich bin einfach schon so ein gewiefter Hund. Also, einfach runterspringen. Es stimmt. Einfach... Double Troll. Okay, er hat sogar diesen... Oh Gott. Okay, schnell rauf. Was? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich versuche schon so auf 9-mal klug hier. Okay, spring, zack und schnell weg. Okay, man muss schnell springen. Okay, Leute, ich bin geladen. Ich bin heute gut drauf. Ich habe Bock. Troll-Level sind das Beste. Oh nein. Wo man einfach 10-mal um die Ecke denken muss und yay. Und dann irgendwann auf den grünen 2 kommt. Okay, wo kann ich hin? Da ist zu. Und sowieso ist da Gift, wo ich nicht rüberkomme. Obwohl ich das nicht sagen will. Letztes Mal, wisst ihr noch, wo ich auf der Lava, einfach auf Lava stand, Alter? Kann man da rein? Nee, kann man nicht rein. Mit Anlauf vielleicht? Ja, natürlich, mit Anlauf klappt's. So, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Hier ist gar nichts. P-Switch. Was ist hier? Okay, das ist eine Bombe, die explodiert und dann passiert hier gar nichts. Was ist, wenn ich den P-Switch betätige? Dann sind da oben Coins, wo ich nicht hinkomme, oder? Komme ich da hin mit Anlauf?
Also wie soll man... Ah, ich könnte auf den Peacewitch springen, okay? Aber was bringen mir die Coins? Mal ganz ehrlich, da ist ja nichts, oder? Man weiß es nicht. Okay, Peacewitch wieder mitnehmen. Oder? Warum soll ich den mitnehmen? Was soll ich jetzt machen überhaupt? Wohin? Die Bombe. Warte, ich könnte mit der Bombe rechts den Weg freisprengen. Okay, jetzt ist sie nämlich nicht mehr... Bin ich dumm? Ich hatte gerade im Kopf, dass ich sie so nehmen kann, aber was fällt mir ein? Das habe ich drauf. Weg mit der Scheiße, die brauchen wir nicht mehr. Ich brauche die Bombe. Ich brauche die Bombe, die ist jetzt natürlich wieder umzingelt. Ah, diese Fake-Peace-Switches immer. Hä? Ach so, nein. Ja, jetzt habe ich mir das verbaut. Jetzt die Bombe weg. Ich muss das einmal freispringen lassen, damit die Bombe immer wieder spawnt. So, einmal jetzt die Bombe freien Lauf lassen. So, die Bombe ist jetzt mein. Die brauche ich nämlich. Oh, ich kenne den Bombentimer noch nicht richtig im Kopf. Ich kenne ihn noch nicht. 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 Okay, der war gut. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin gerade schon wieder genau, wie ich es gesagt habe. Aber den Peace Switch brauche ich doch bestimmt. Da komme ich nicht so ran. Ich muss das komplett machen mit der Bombe. Scheiße, ich brauche die nochmal. Das ist, ey, mit der Bombe, das ist mir zu heikel. Ja, Mann! Beide! Okay, so geht's. Okay, nein, den Peace Switch nehme ich mir mit. Den Peace Switch nehme ich mir mit. Moment, Moment, Moment. Jetzt analysieren. Die Umgebung analysieren. Wir haben nur ein bisschen Zeitdruck im Nacken. Ich hoffe, es gibt noch einen Checkpoint. So, neuer Raum. Wenn ich den Schalter auslöse, dann ist da unten die blaue Kacke zu. So, rechts haben wir eine Pipe, eine blaue und links eine grüne. Ich gehe erstmal in die grüne. Das Gefühl, dass das richtig ist, dass man die eigentlich nicht sofort sehen soll. Okay, was ist hier? Oh, da haben wir wie letztes Mal, wie von letzter Folge, diese kleine, die wahrscheinlich abhauen will, oder? Ich weiß es schon. Ja, die springt rum. Seht ihr das? Seht ihr das? Die zittert, seht ihr das? Die zittert da unten, die Blume. Das ist ein Zeichen, dass sie abhaut. Sie haut ab, wenn ich jetzt den Schalter betätige. Und es wird eine knappe Geschichte, glaube ich. Peace Switch brauche ich noch, den sichere ich mir mal über da drüben. Schnell, 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 schnell. Ja, Mann! Geil! Geschafft, ich wusste das. Die haut ab, man sieht die immer schon zittern. Oh, jetzt aber, oh Gott, jetzt keine Scheiße bauen. Keine Scheiße bauen. Oh, ich hab keine... Wenn ich den auslöse, ist alles vorbei. Den brauche ich nämlich. Brauche ich den hier? Ah, jetzt kann ich wieder getrollt werden. Ich setz ihn einfach ein, oder, Leute? Soll ich ihn einsetzen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin... Ja, komm. Habt ihr gehört? Vom Sound her hat man erkannt, da kam sowieso schon Peacewitch. Das war umsonst. Weil ich ihn hier brauche. Ich brauche ihn hier, den Peacewitch. Nee, es geht doch gleich weg. Was riecht mich denn so dumm auf? Ich muss nur warten. Aber warte mal. Den Peacewitch hätte ich jetzt eigentlich noch in der Hand haben müssen. Das bedeutet, ich brauche den noch. Leute, es ist alles wieder umsonst. Alles, was ich tue, ist umsonst. Obwohl, das ist ein Checkpoint. Geiles Ding. Jetzt werde ich gedrückt. Okay, was passiert hier? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Zapfen. Okay, ich habe einen Checkpoint erreicht. Das war gut mit dem Peacewitch, was ich getan habe. Geiles Ding. Okay. Die drückt mich sowieso. Dann weiche ich lieber aus. Bombe. Feuer. Was passiert, Alter? Wie soll man das verstehen? Oh mein Gott. So, weiter geht's. Okay. Da kommt jetzt Feuer irgendwo. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Feuer. Was? Da ist ja kein Platz. Rechts ist vielleicht Platz. Ganz rechts an dem Bonbon. Aber da... Ich warte lieber. Die drücken mich. So, jetzt hier. Zurück. Okay, das hat geklappt. Feuer. Feuer. Weiche ich aus. Nochmal Feuer. Okay, spring, spring. Blume. Eingesperrt? Ah, ich glaube, ich kann die Blume kriegen mit nur meinem Kopf. Und dann bin ich trotzdem noch unten. Aber hab die Feuerblume. Ich glaube, so muss ich es machen. Weil jetzt hier... Hier. Kann ich jetzt geduckt rumlaufen oder was? Komm. Auf ins Ziel. Das wäre ein Plot-Twist, wenn hier jetzt der Weg wäre. Wenn ich hier reingehen könnte. Nee, okay. Das wäre mal Next Level Ultra Troll. Aber okay, ich kann mich, glaube ich, nur umbringen. Ich komme mal nicht mehr runter. Ich bin gefangen. Ja, toll. Bring mich um. Ja, der lacht mich hier aus. Penner, ey. Oh, geiles Level, aber mir macht das so Spaß, so ein Level. So, das hier, ich weiß nicht, wie ich das hier geschafft habe, aber das war, glaube ich, nur Glück gerade. Nee. Easy. Oh nein. Nein, ich bin wieder hier. So, warten wir mal hier. Ausweichen, zack und zurück und... Oh, zapfen. Okay, die Blume, das ist so eine Abhaublume. Oh, oh nein! Oh Gott, dieses Feuer. Das ist auch so eine Blume wieder. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass die Blumen abhauen vor einem. Also die Items allgemein. Was ist das für eine unfaire Kacke? Ich muss sie nur mit meinem Kopf erwischen. Nur mit meinem Kopf, nur mit meinem Kopf. Ja! Oh, richtig geschmeidig gesprungen. Ich wusste das, Mann. Zack, rein da. Und wenn das jetzt eine Trolldoor ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ey, vor denen habe ich auch richtig Respekt. Vor denen habe ich Angst fast schon, würde ich sagen. Aber hier sollte er nicht hochkommen. Okay. Rechts ist ein Coin-Labyrinth. Okay. Lass uns mal kurz versuchen, das zu verstehen. Wir haben diesen Giftpilz, der uns verfolgt. In diesem engen Labyrinth. Ich muss wahrscheinlich links, da wo der Pfeil drauf zeigt... Das ist ein Troll-Level. Mal ganz ehrlich, höchstwahrscheinlich ist das nicht der Weg. Höchstwahrscheinlich ist das eine Fake-Pipe. Aber ich werde da gleich einfach reingehen. Also höchstwahrscheinlich... Ich weiß es nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal, dass die roten Blöcke weg sind. Dann muss ich wahrscheinlich hier gegenspringen, so den Coins entlang. Und dann, ja, egal. Lass uns einfach mal einfach los, Leute. Was erkläre ich denn hier so großartig? Moment mal.
Wie soll das denn gehen? Jetzt mal no joke. Okay, ganz schnell, schnell, schnell. Nein. Nein. Okay, ich habe zwar mein Dings verloren, aber ich bin safe. Das ist doch die halbe Miete, oder nicht? Weiter geht's aber nicht. Ja, egal. Muss ich klein bleiben. Was soll ich machen? Okay, hier ist der Schalter, den wir betätigen müssen. Den haben wir gesucht. Zack, zack. Easy. Zack, jetzt kommen wir hier hoch. Ist gar nicht so schwer. Ja! Nein! Leute, ich will es nicht jetzt. Ich will es auch nicht so abschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass das Rohr gerade fake war. Ich habe es, glaube ich, versucht reinzugehen. Ich muss es aber nochmal testen. Digga, wenn das Rohr fake ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wo soll es denn hier noch hingehen? Auslösen! Oh Gott, bin ich dumm. Ah, nee, ich kann da wieder hoch. Ich kann nicht da rein. Hier ist der Beweis. Und übrigens, letztes Mal hat jemand geschrieben, als ich den Controller gezeigt habe, Beweis bei 3 irgendwas, der Controller war aus. Viele denken wirklich, ich habe Gameplay aufgenommen oder irgendwie und ich reagiere darauf. Was sind die für Menschen? Der Controller ist an, der leuchtet ja nicht mal. Doch, hier unten leuchtet er. Hier, Beweis. Ja, okay, man könnte es immer noch faken. Aber Leute, warum soll ich das faken? Seid ihr dumm? Ich komme auf jeden Fall nicht da rein. Es ist ein Fake-Rohr. Wo soll ich denn hin? Habe ich irgendwas übersehen da hinten? Oh nein, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ihr wisst es, also viele von euch, die mich jetzt schon ein bisschen kennen, die wissen, ich hasse es, Zeitdruck zu haben und ich hasse es, verfolgt zu werden, ich hasse es. Es ist nicht fake oder so, es ist wirklich von mir so ein Ding, ich weiß nicht, ich krieg da nicht Panik, aber ich hasse das, verfolgt zu werden, so. Da lacht er mich noch aus. Was denn? Oh Mann, jetzt krieg ich's wieder nicht gebacken, ey, wie letzte Folge mit den Fischgräten. Nein, nein! Oh, dieses Gelache immer noch. Das ist doch echt, ey. Komm, ey, ich komm nicht mehr weiter, ich komm wieder nicht vom Fleck. Es ist wieder wie letztes Mal, es ist wieder wie letztes Mal. Leichter Sprung. So, jetzt verfolgt werden, jetzt werde ich verfolgt. Verfolgt, verfolgt von dem Giftpilz. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, er kommt. Ah, ah, ah. Oh, er kommt von unten, ich hab das vergessen. Oh Gott, ich habe wirklich mich erschrocken gerade, auf Ernst. Also, viel nur Horrorspiel. Ey, ich versuche trotzdem die Feuerblume einzusammeln. Ist es mir zu gefährlich? Wow, oh Mann, oh Gott. Es ist mir zu gefährlich, ist mir ganz ehrlich, ich habe diese Verfolgungsjagd. Was ist das, ey? Ich hasse das. Komm. Jetzt werde ich den nämlich wegtanken, den Scheiß. Komm her. Weil wenn ich hier stehe und die jetzt in mir verpufft, sozusagen, die Giftkacke, weg. Kommt nicht mehr wieder erstmal. Habe ich irgendwas übersehen? Hier ist doch gar nichts mehr. Das Rohr ist fake. Da hinten war nichts mehr. Nein. Mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade was auf. Nein. 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 Wiederhol mich, ich weiß. Nein. Da ist der Weg. Da nicht. Oh Gott! Diese frickelige Scheiße, das ist doch viel zu kacke hier. Nice, ich hab's geschafft. Okay, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Nein! Oh Gott, ich muss den Knopf drücken. Obwohl, ist das schlimm? Ist das schlimm? Nee, ich kann einfach hier rum. Gar nicht so rumheulen hier. Ich brauche gar nicht großartig rumheulen. Es ist alles gut. Okay, jetzt schnell da rein. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich bin zu langsam. Okay, ich muss das schaffen. Ich muss doch da einfach nur in die Tür rein. Nein, ja, geschafft. Oh Gott. Was passiert jetzt? Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein! Okay, jetzt nicht verrückt werden, nicht verrückt werden. Hochspringen. Nein, nein! Oh mein Gott, ist das eine Kackstelle? Das ist so eine Kackstelle. Oh, ich kann die Musik auch nicht mehr hören. Dieses eklige Gedüdel auf dem Xylophon oder was das ist, ey. So auf Traum, aber es ist ein Albtraum hier, die Scheiße. Oh. Muss ich da hoch oder nicht? Ich komme noch nicht mehr hoch, oder? Doch, ich komme da wieder drum hochkommen, oder? Ich habe es geschafft auf jeden Fall. Ich habe mich so konzentriert, ey. Yes, okay, hier oben. Hier muss doch was sein. Man kann so fette Fische in diese Dinger reinhauen. Die Tür... Oh, nee, ich vertraue dieser Tür auch nicht. Ich habe Angst vor dieser Tür. Die ist fake. P-Switch, warte mal. Komme ich da rüber? Ich komme jetzt nirgendwo mal hin, oder? Warte mal. Hier, den Weg frei machen. Ich sammle die ein, damit der Weg auch frei bleibt. Weil ich muss hier bestimmt noch mal rein. Was ist das? Okay, da war das Ziel. Das Ziel. Okay, hier ist P-Switch. P-Switch bedeutet, die kann ich jetzt wegmachen. Warte, und dann werden die ja zu Münzen und die kann ich dann wiederum einsammeln. Jetzt ist die Frage, gehe ich da noch mal rein und hole mir noch mal einen P-Switch auf Nummer ultra sicher? Ich glaube ja. Wenn man die Möglichkeit hat, einen P-Switch mitzunehmen, Mario Maker 2 Regel Nummer 1, immer noch einen P-Switch mitnehmen. Schreibt euch das
Oder tätowiert euch das am besten. Und jetzt werden wir hier reingehen. Erstmal prüfen wir nochmal, was Unsichtbares ist. Online. Wir machen Fortschritt auf jeden Fall. Ich will einen Checkpoint oder das Ziel. Das Ziel haben wir schon gesehen. Da ist es. Was? Ach so, der hat einen Rahmen gebastelt. Der hat einen Rahmen gebastelt und da einfach einen Pilz reingetan. Und das Ziel ist hier aber in der Nähe, weil es hier schon so schwarz ist. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist das Ziel? Da ist es. Oh, geiles Ding, geschafft. Easy cheesy. Sag ich nicht, Leute, das war für mich nicht easy cheesy. Das war ein Troll-Level, ein geiles Troll-Level. Schickt mir mehr solcher Level oder baut mir mehr solcher Level. Ich habe auch nur 14 Minuten gebraucht. Alter, ist das schlecht, ist das grottenschlecht. Geiles Level, ich find's geil, deswegen kriegst du auch einen Daumen nach oben, beziehungsweise ein Toll. Ihr seid auch toll, besonders wenn ihr abonniert habt, wenn ihr schon so lange guckt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt raus, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao, tschüss, euer Theo.